Ich höre die Schattengeister schreien. Sucht weiter, sie müssen hier irgendwo gefangen sein. Habt ihr es auch gehört? Was auch immer es war, wir sollten uns beeilen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl, meine Hände kribbeln. Reiß dich zusammen, wir müssen schnell den Bannstein bergen. Könnten wir jetzt zu denen hingehen? Ja, wir kommen zumindest nicht mehr zurück, das ist ja, glaube ich, jetzt auch ein bisschen... Ich meine, die sind wahrscheinlich stärker als wir. Ich weiß nicht, wie random sie sich bewegen, um ehrlich zu sein. Ach, schon wieder unsere Lieblings... Also die sind wirklich am nervigsten, weil wir damit zwei komplette Angriffe versauen. Wenn wir uns um die kümmern. Und groß verbrennen. Ist das mehr wert als... Ich glaube eigentlich nicht. Ja, wir verlieren zwei Angriffe. Ich glaube, die werden auch, wenn man schwächer wird, stärkeren Feinde. Wahrscheinlich würde man sich auch komplett nur auf einen konzentrieren, nicht parallel die versuchen zu erledigen. Okay, blind. Und noch blutend. Zu verbrennen ist bei beiden drauf, das ist gut. Wir... Feuerball auf den. Erlen macht Feuerschwall. Feuerball, warum hat der andere Zauber, egal. Verbrennendes Licht und hier auch nochmal Feuerschwall. So, und der Rest müsste dann AOE eigentlich klären. Dotten meine ich nicht AOE. Gut. Weg damit. So, wir haben Blutarmut, aber... Mein Gefühl sagt mir, dass wir bald wieder einen Pass finden werden. So, ich habe den Gang, bin ich schon gegangen. Da ist ein Gegner. Ah, Mist. Nee, da muss ich Bluttrank nehmen. Na komm her. Mal wieder so ein Dicker. Okay, dich hat man nicht. Du hast Regeneration, das heißt, du brauchst auch einmal zumindest Blutfrost auf dir. Ansonsten ist hier jetzt doppelte Explosion stärker. Was denn? Na, ich hab's Walner gegeben und er braucht wieder länger. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Und du machst Feuerbombe. Ne, das bringt nichts. Das ist. Wir haben den Verbrenner drauf. Vor allem Asker meint es noch lange nicht alles. Das heißt, also ich vermute, es sind mindestens 5 Untergeschosse. Schmerzensriss, das könnte ihn töten. Verbrenn es drauf, ja. Gut, na dann. Feuerball. Doppelexplosion. Etwas, was ich nicht habe. Den Kettenblitz. Und Feuerschwall. Die riesen Arme oder Hände des Drachens. Und sein Lendenschutz. Blutsaugen, ja. Probier's. Tja, hat nichts gebracht. Todesmarkierung. Mhm. Kannst du gern machen. Da habe ich kein Problem mit. So. Auch erledigt. So, wir können jetzt oben lang gehen. Da war noch 1000 Filler. Nehm Schmidt. Das sieht irgendwie speziell aus. Ich hoffe mal, dass wir irgendwo nochmal ein Fass kriegen. So, wir können die Mitte gehen. Warum auch immer. Wir können außen lang gehen. Okay. Wir gucken erstmal kurz, ob außen hier irgendwo was liegt. Nein. Da sieht ja nicht viel, deswegen. Hier ist auch... Das geht relativ weit runter. Warte mal ganz kurz. Wir gucken. Okay. Nee, das bringt leider nichts.
Es könnte natürlich oben noch auf dem Weg was sein. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Wenn es schon sowas anordnet, dann gibt es da irgendein kleines Geheimnis. Und das Geheimnis, wie ihr gleich sehen werdet, ist hier, indem man eine Blutflasche bekommt. Na gut, immerhin. So, die beiden Elras wackeln dort umher. Wie gesagt, ich vermute, die sind uns leider noch überlegen, obwohl wir mit Stufe 90 wahrscheinlich das schon fast hinkriegen würden. Ach, unsere beiden Lieblinge mal wieder. Wir nehmen Blutfrost auf den hinteren. Feuerschwall. Blutfrost. Verbrennendes Licht. Und hier machen wir groß verbrennen. Das zieht dann wenigstens am Ende noch ein bisschen Schaden zu. Fügt, nicht zieht. Genau, 1000 Schaden. Das ist fast so viel wie der Feuerschwall. Und den haben wir in der nächsten Runde auch noch sicher. Gut, dann weiter. Nicht Feuerklinge, das brauchen wir nicht. Aber Feuerball auf den hinteren. Feuerschwall. Feuerball, wo sich auch wieder versteckt. Ich glaube, ganz links war das. Genau. Marken verbrennendes Licht und der Drache macht Feuerschwall. So. Nur für Notfall, falls einer überlebt, sollte das die killen. An. Auf jeden Fall interessante Ebene. Leider keine Rätsel, aber dafür Blutgolems und Fleischgolems. So, und damit habe ich leider wieder Blutmangel. Ich speichere mal in der Hoffnung, dass wir gleich am Anfang der nächsten Ebene einen Blutvorrat finden. Wie tief geht dieser Tempel denn noch? Noch eine weitere Ebene, dann sind wir beim Bandstein. Wir sollten uns beeilen. Mir gefällt dieses "wir sollten uns beeilen" irgendwie nicht. Denn ich habe da irgendwie so Angst. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund die Zeit abläuft. Wir laufen jetzt mal oben ein bisschen quer, nicht, dass gleich wieder wir rasend da reingehen in den Kampf. Zumindest Blutessenz. Haben wir das abgefrühstückt und wir könnten. Da ist eine Truhe, oh, sogar symmetrisch aufgebaut. Ein Vampirstein, den nehmen wir gern mit. Okay, hier ist alles eher Blut. Sehtechnisch. Ach. Also auf die hätte ich auf der Ebene echt verzichten können. Aber gut, wir kennen ja das typische Vorgehen bei denen. Ach, ich glaube, da die zweite Runde eh sterben, ist es sinnvoller, glaube ich, direkt Schaden zu machen, anstatt verbrennen. Obwohl ich es vorher anders gesagt habe, aber wir haben ja gesehen, wie wir die Runden hier durchkommen. Habe ich Blutfrost bei beiden gemacht, nur mal so als Frage, oder habe ich einen vergessen? Ne, ich habe beide gemacht, gut. Ich bin da jetzt immer so... Der Drache kann aber auch nicht in den Magiemodus gehen. Ach, guck an, irgendwie hat Aska was abgekommen, verhext. Verhext und rasend. Aber die beiden haben zumindest noch ihre Probleme mit dem Regenerieren. Da ist der Findere weg, okay. Blut. Bei Blutgolem erwarte ich das eigentlich schon, ja. Dann ist er auch verwirrt noch. Okay, wir sehen also, das kann schon mitunter bösartig enden. So, Preisfrage ist nur, hat sich das gelohnt, dass wir den Drachen hatten? Kann man eigentlich fast schon wieder sagen, so viel macht er jetzt eigentlich Uni. Die Mumie hat die irgendwie Vorteile, die macht Schatten vor allem. Und Schatten bringt das hier noch viel weniger. Wird der Werbeflash was bringen? Ich kann mir eigentlich kaum
kaum richtig vorstellen, dass der physisch so dermaßen reinhaut. Hat er eigentlich neue Fähigkeiten bekommen? Mit Stufe 93. Märzriss, Großaggression, Eile. Leider nicht, das ist halt wirklich nur Single-Target, aber gut. Keine Ahnung, welche Richtung es wird. Gucken erstmal die hier vielleicht entlang. Weil es sieht aus, als könnte man da nach oben hin alles fertig machen. Wie kommt man da hin? Die Truhe dort einzeln? Ach, wartet mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, Perspektive, Perspektive. Ja, genau. Okay. Und dann geht das hier final runter, denke ich mal. Das heißt, wir gehen einmal hier lang. Testen das auch gleich. Ne, geht nicht. Haben hier einen Geheimgang. Ah, hier oben passt. Das nehmen wir doch gerne mit. Ich denke mal, wenn wir unten wieder diesen Weg entlang laufen, kommen wieder von oben die Elras. Wir sind also dicht auf dem Fersen. Was bedeutet andersrum? Ja, dass der Rückweg interessant wird, beziehungsweise wir vielleicht gegen sie auch als Endgegner kämpfen dürfen. So. Ja, weiß ich nicht, welcher Weg hier besser ist. Gehen wir erstmal den hier oben lang. Es führen ja dann wieder zwei Stege nach unten. Hä? Achso, ist die Wand. Ja, welche von den Stegen ist besser? Ist egal, die führen beide hier hin. Hier gibt es einen Geheimpfad. Ich glaube, links sieht größer aus. Also gehen wir mal den entlang. Hier im Raum findet sich ein Geheimgang in der östlichen Wand. Den müssen wir nehmen, dann sind wir fast da. Dann los! Okay, das ist der Hinweis, dass es da final weitergeht. Okay. Hier haben Skelette. Was der Asker hier nur alles gelagert hat, hä? Ach, und unsere beiden Lieblinge. Na gut, wir haben damit jetzt die Chance, mal Alternativen zu testen. Und zwar... So, der Werwolf kann ja nichts Aktuelles machen. Er greift halt einfach den Vorderen direkt an. Wir gucken mal, wie viel das zufügt. Ach so, und guckt an, er ist vor allem vor den anderen dran. Das weiß ich nicht, ob es Stufe 93 ist oder weil es ein Werwolf ist, halt, ob der Grundwerte so gut sind. Boah. Also, ja, aber nein. Wir müssen den hinteren Besuch mehr runterbringen. Und der Werwolf greift den hinteren auch an. Bei beiden wirkt noch dieses Heilding, ja. Wir gucken mal. Okay, würde vielleicht sogar funktionieren. Feuerball. Und Werwolf haut mal zu, der ist nicht blind. Sehr gut. Hat zumindest auch mehr Leben. Deswegen. Ach, guckt an, wir sind noch fast aufgestiegen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja doch noch relativ hoch, dass wir die Stufe 95 sogar nochmal sehen, in naher Zukunft. Okay, hier haben wir also den Heiltrank. Hier ist der Geheimgang. Da führt einen Weg nach oben mit Blutessenz und da ist ein Gegner im Dunkeln. Und es ist der Fleischtypi. Perfekt. Auch hier Blutfrost. Wir haben gesagt, Feuer ist ganz gut. Machen wir gleich eine doppelte Explosion. Feuerball. Kettenblitz und ran an den Speck. Ich hätte natürlich jetzt auch feuertechnisch seinen Angriff verzaubern können, fällt mir gerade ein. Egal. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Frage nur, ist er einfach schlecht trennbar oder ist das einfach jetzt ein Fehler von Werwolf gewesen? Der blöde Werwolf. Preisfrage natürlich für einen Bosskampf, nimmt man wieder einen physischen Angreifer. Ja, wenn es ein Geist ist, sind wir angearscht. So nach unten geht's nicht, nur nach oben. Statusrunde, sehr schön. So, das war das vierte Untergeschoss, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mann, es geht noch ewig weiter. Eine Etage später, wir sind fast da. Hier ist es, in dieser Höhle habe ich den Bandstein versteckt. Hm, ich gebe zumindest soweit recht, dass hier wohl so schnell kein Vampir oder Mensch daherfindet. Hast du etwas gedacht? Hast du etwa, das ist falsch, gedacht, ich könnte kein sicheres Versteck erschaffen? Hört auf, holen wir uns lieber den Bandstein, statt uns weiter zu streiten. Wir müssen in südöstliche Richtung. Okay, auch hier haben wir Gegner. Mhm. Okay, es ist also immer noch. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Hieranius. Tja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Eis. Feuer. Licht. Schatten. Physisch. Feuer, okay. Eis, Licht schlecht. Schatten nicht so gut. Eis sehr gut. Das Mäntel eigentlich. Eis ist also hier der Key. Ignorieren wir unsere Markerin mal. Shit, jetzt hätten wir natürlich unsere Mumie, bräuchten wir. Gut, dass ich eher so einen schwachen Stab ausgerüstet habe, der aber magische Angriffskraft gut bringt. 6000, sehr gut. Können wir eigentlich jetzt normal angreifen auch einfach? Bisschen sparen. Na, wahrscheinlich ist das Sparen sinnlos. Fügt dir 18 Schaden zu, ist okay. Ja, ich habe nicht gewechselt, ich weiß. Von der Haltung her. Vampirsteine. Okay. Also das wäre es definitiv mal wert, hier nochmal zu aktivieren, dass man Gegner wieder bekommt, weil hallo, Vampirsteine pro Feind. Ich meine, allgemein sollte man fragen, wie oft hat man bisher von Gegnern Loot bekommen? Extrem selten. Ich glaube, das erste Dungeon, wo das wirklich schon ein bisschen auffällt. Bluttechnisch geht alles, ja. Ah, na gut, was haben wir hier? Kristallgolem. Ich bleib bei Eis. Wir machen erstmal den hinteren, weil der uns beherrschen kann. Halt. So, der Werwolf inzwischen macht das wilde Schnitzeln. Schlitzen meine ich, nicht Schnitzeln. Ah, immun gegen physisch. Nicht als Geist, sondern einfach so. Okay, wir kriegen auch gleich mit Eis, ob der Golem da was davon hält. Immun gegen Eis. Und Lähmung automatisch bei Angriffen. Das ist ja Herz allerliebst. Ich würde mal Licht ausprobieren. Meine Vermutung ist aber eher, dass das sowas wird. Okay, Blitzresistenz. Lichtimmun. Okay. Also Eis ist es schon mal nicht. Licht ist nicht so geil. Nee, komm. Feuer. Machen wir Feuerball mal drauf. Walner. Könnte auch mal probieren, irgendein. Nee, macht auch Feuerball. Die Markerin mal einen Schattenstrahl machen kann.
Feuerimmun. Ah, Schatten ist gut. Okay. Musst du mal erst lernen. Haben wir hier eine Schattenrune drin bei ihm? Okay, wie war es gewesen? Was war jetzt besser, Eis oder... Ach ja, mal Schatten. Okay, bei denen also Schatten. Schatten und Licht. Nee, Schatten und Eis war das, der andere war Eis. Also hier haben wir leider keinen Schatten. Feuer war schlecht. War es Licht oder Eis? Ich hab schon vergessen. Nee, Blitz war scheiße. Ich glaube, Eis war okay. Oder? Schau mal Licht. Hier haben wir Schattenstrahl. Haben wir sogar noch stärkeren Schattenzauber. Luch ist ein Gegner mit Peixen. Das lassen wir mal. Schattenstrahl, Markerin. Schattenstrahl. Ah, okay, Licht war schlecht. Hab ich schon vergessen. Ich glaube, hier kann ich eigentlich meine Mumie einwechseln, weil die ist bei Eis sowie auch Schatten besser dran als mein Werwolf. Auf jeden Fall ist der mal besonders. Also wenn du da nicht die richtigen Angriffe hast, dann war's das. Eis war ich auch immun. Heil Elixier aber. Gibt noch wenig XP. Also der gibt viel zu wenig XP. Also das ist mal wieder dieses Balancing von diesen XP-Punkten, Marlix. Okay, ich guck mal ganz langsam nur vor. Ob wir irgendwo ein Blutfass haben. Ist da irgendwo eins? Ich gehe mal ganz langsam. Heiltrank. Oh nein. Wir sind ganz nah. Ich kann die Schattengeister ganz deutlich hören. Verflucht, wo kommen diese ganzen Elras her? Lass uns schnell einen Bandstein nehmen. Und deinen Zufluchtszauber verwenden, bevor sie uns entdecken. Zeit? Wo müssen wir lang? Hier ist eine Sackgasse. Weiter westlich. Dort in der Mauer ist ein Geheimgang. Den finden diese verdammten Elras hoffentlich nicht. Los, sie kommen. Ich muss vor allem ganz langsam. Ich speichere nochmal. Ich will ein Blutfass haben davor. Sicher, dass man hier einfach drüber gehen kann? Ne, sorry. Ich habe Angst, dass hier kleine Gegner kommt. Das ist vermessen, hier einen Vampirstein zu nehmen. Ja. Ich glaube, so wird Dekadenz immer noch nicht. Und wir beschwören... Nee, Quatsch. Wir brauchen physischen Angreifer. Das ist nur sondermäßig gewesen. Okay. Ich werde das kleine Fass, aber egal. Oh, wir werden weitergegangen, hätten einen kleinen Bossgegner gehabt. Was zum Teufel war das? Unser nächstes Problem. Wie gesagt, ich habe sichergestellt, dass niemand mehr an den Bandstein kommt. Und das heißt, dass wir unsere Waffen bereithalten sollten. Was auch immer uns hier erwartet, wir müssen es schnell vernichten. Die Elras sind knapp hinter uns. 6 Minuten. Und los geht's. Okay. Also Test. Das ist ein Bandsteinwache. Okay. Hat die irgendwelche Eigenschaften auf sich? Moment. Nein. Okay. Wir probieren Licht. Nee, Asker macht Eis. Wir müssen erstmal gucken, elementtechnisch. Doppel-Explosion. Hier probieren wir Licht. Sie probiert gerne auch den stärksten Zauber, den sie hat. Hat irgendwie Schattenfeuer, 1500. War da irgendwas anderes noch, was noch stärker reinhaut? 2000, okay. Wildschnitzen geht gerade nicht. Du musst mal Schmerzensriss, damit du dann physisch angreifen kannst. Okay, Feuer. Resistenz. Okay, aber so viel Leben hat er nicht, das ist gut. Licht ist gut. Crit. Schatten, okay. Jetzt in der Nebel. Verteidigung runter. Okay, Eis war jetzt nicht so geil, richtig? Schattenstrahl machen wir demnach. Die Explosion war auch nicht so überragend. Haben wir irgendwas, was das noch verstärkt? Blitz können wir ausprobieren, genau.
Wir machen Nebelschleier nochmal sicherheitshalber, dass wir nicht so viel abkriegen. Ah, ist eigentlich ganz gut. Und Schmerzensriss. Sind die Schmerzensriss durchgegangen? Ja, dann drauf. Nee, nein. Blitz ist auch nicht gut und immun auch gegen Verbrennen. Oh, wir haben noch 4 Minuten. Okay, aber nur einen Angriff pro Runde. Tja. Ich probiere nochmal Eis aus. Sorry. Wir machen Schattenstrahl. Der hat jetzt sogar nicht einen stärkeren Angriff noch. Ne, leider nicht. Dann weiter Schattenstrahl, Schattenfegefeuer. Und du greifst direkt an. Ah, shit, Eis. Elaine ist echt schwer hier. Ich glaube, ich sollte dann auch physisch angreifen oder alternativ irgendwas machen. Shit, die Runden, das geht ganz schön fix hier. Gerade wenn du nicht weißt, welcher Angriff hier gut ist. Schwäche, Angriffskraft reduzieren, kleine Reinigung, Feuerblitz, Fleisch zu Blut, Resistenzschwächung. Oh, Resistenzschwächung, gut. Schattenstrahl, Schattenfegefeuer. Das läuft immer noch, ja. Dann drauf. Also wie soll denn das werden, wenn du 50 Stufen niedriger bist? Du musst von Anfang an wissen, welche Elemente du machst. Du darfst nicht eine Runde rumchecken. Todesgift-Hau. Okay, Todesgift ist auch auf uns. Das stört uns aber jetzt auch nicht. Resistenzschwächung. Machen wir mal. Vielleicht wirkt das auch noch. Und wir müssen noch mindestens 2 Angriffe drauf haben, genau. Naja, Todesgift auch, ist okay. Es wird eh den. Ah, Todesgift kann ich töten. Erstaunlicherweise, wenn ich es richtig sehe. Wir machen bloß nochmal Feuerball. Schattenstrahl, Schattenfegefeuer und ein Angriff. Okay, Feuer macht jetzt mehr Schaden mit der Schwäche. Ist klar. Okay, weg mit dem. 1 Minute 41, großer Vampirstein, starke Seele. Achso, es tickt weiter. Verdammt. Davor ist der Bernstein. Waschen erhalten. Und jetzt nicht so viel weg von hier. Benutzt ihr einen Zufluchtszauber, Asgar? Nee, wir gucken mal ganz schnell rum. Denn. Moment. Moment. Warum war dort was drin? Ich habe keinen. Das nicht gesehen. Was ist das? Des Berges. Erhöhen auch die Verteidigung. Nee. Waren die jetzt am Fußende schon gewesen? Ja. Okay. Nein. Oh, Himmels Willen. Wir speichern auf die 10. Und Asgar macht zum Glück diesen Zauber, der nicht mehr Blut kostet. Hätte ich die ganzen Fässer also ausnehmen können? Schade. So, und damit haben wir den Bandstein. Das war knapp. Woher kommen nur diese ganzen verdammten Elras? Immerhin haben wir den Bandstein. Wir denn? Den. Okay, häufig sind wir Rechtschreibfehler. Damit sind wir gewappnet. Soll tatsächlich ein neuer Schattengeist erschaffen worden sein. Jetzt brauchen wir unbedingt das Buch. Es muss einen Weg geben, diese Elras zu stoppen. Ein erster Schritt wäre schon mal, aus dieser verdammten Elras-Rune unsere alten Kräfte wieder zu bekommen. Und die Steintafel sehe ich das als einzige Möglichkeit, um der Masse an Elras etwas entgegenzusetzen. Dann müssen wir zur Festung Uldarin und so Baldurs Versteck finden. Dort finden wir hoffentlich ihn und das Buch. Sofern er es überhaupt besitzt. Woher weißt du, dass Sir Baldur das Buch hat und nicht diese Niria, Walner? Vertrau mir, Elaine. Meine Informationen sind zuverlässig. Ich will für dich hoffen, dass das wahr ist, Walner. Willst du dich lieber mit hunderten von magisch verzauberten Soldaten des Heiligen Kreuzzugs anlegen? Ein jeder davon mit einer Verdammnisklinge?
Dann lasst uns diese Made so bald zerquetschen und hoffen, dass er das Buch bei sich hat. Okay. Wir gucken erstmal Questlog. Stufe 80. Fliegt zur Festung Uldarin, um Sobaldor zu finden. Ein Lebenspunkt noch. Also, wir haben die Hälfte der Stufe 95. Intus. Ich nehme an, Balnor ist schon. Ja. Damit können wir aber noch nichts kaufen, oder? Ja. War jetzt gar nicht so ohne gewesen. Gerade auch von der Zeit her. Also elementtechnisch würde ich Schatten empfehlen, um ehrlich zu sein. Oder Elementschwäche und dann irgendein anderes draufwerfen. Auf jeden Fall sind wir damit durch. Mit dem großen Tempel waren nur 5 Etagen gewesen. Ging also noch einigermaßen. Feinde ansonsten elementartechnisch waren diese Blutgolems definitiv das größte Ärgernis. Der Rest ging. Benjis schön mit Licht zerstören. Diese Feuerjins mit Kälte natürlich. Diese großen, was war es, Fleischtypen, konntest du Feuer drauf machen. Aber die anderen beiden, die immer zu zweit kamen, das war deutlich ärgerlicher. Genau, okay, das war es erstmal gewesen. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Landetor. Tschüss.